Ist jemand. Und da ist noch etwas anderes. Ach, bitte sei kein Phantom. Ist das für eine Stimme? Hier. Ich bin hier. Was ist das? Näher. Ja, ich spüre dich. Noch näher. Etwas ruft mich. Ja. Nein, was? Endlich! Ich kann wieder sehen! Warte! Wer bist du? Keine Wo Zeit! Wo bist du? Ein Phantom! Oh, nein, nein, nein! Konzentriere dich! Nutze meine Kraft! Ich werde dir helfen! Benutze den Raum. Was ist gerade passiert? Mein Körper hat sich von allein bewegt. Und diese Waffen. Siehst du? Gemeinsam sind wir stark. Wer bist du? Ich bin... Warte. Wer bin ich? Ich bin... Nayal. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ich habe ein Phantom besiegt. Aber wie? Wir haben das Phantom besiegt. Ich hätte nicht gedacht, dass jemals wieder jemand meine Stimme hören würde. Gut, also lass uns zuerst einen sicheren Ort finden. Ich glaube, ich muss mich kurz sammeln. Komplett hoch im Sand. Spüre ihn um dich herum. Spüre das wachsende Momentum. Momentum beibehältst, wächst die Kraft des Gauntlets. Aber sei vorsichtig. Momentum kann dir auch gefährlich werden.
Unsere Phantome werden stärker. Mehr Energie. Gauntlet ist etwas befestigt. Es ist ein Amulett. Du kannst es benutzen, um deine Wunden zu heilen. Danke, dass du mir vertraust. Ich bin schon gefangen seit... Ich kann nicht sagen, wie lange. Vertrauen? Noch nicht ganz. Aber wenn wir Menschen vor den Phantomen beschützen können, ist das ein guter Anfang. Bist du allein unterwegs? Ich gehöre zu einer Karawane. Wir wurden von Phantomen angegriffen und haben uns in der Nähe niedergelassen. Was ist dieser Gauntlet? Was macht er hier draußen? Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, aber ich weiß, dass der Gauntlet unvollständig ist. Er hat nur einen Bruchteil seiner Kraft. Ich verstehe. Wir sollten aus dieser Grube verschwinden. Ich kann dir jetzt helfen, denke ich. Meinen Freunden helfen. Ich kann allen helfen. Aber zuerst brauche ich diesen Dieb. Genau genommen solltest du dich zuerst um die Phantome kümmern. Dort habe ich vorhin den Dieb gesehen. Suchst du nach jemandem? Das ist eine lange Geschichte. Diese Monster besiegt. Aber wie? Um ehrlich zu sein, bin ich selbst noch dabei, das rauszufinden.
Hast du gedacht, du könntest in der Wüste überleben? War das dein Plan? Ich wollte einfach meine Chance nutzen. Egal wohin, Hauptsache weg von Morat. Aber gemeinsam sind wir stärker. Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen. Ich weiß nicht so recht. Ich bin gekommen, um zu holen, was du Morat gestohlen hast. Du hast dein Leben dafür riskiert? Nicht dafür. Für meine Freunde. Gib mir das Ding. Ich kann mit Morat reden. Wir werden eine Lösung finden. Irgendwie. Ich kann nicht zurückgehen. Er wird mich töten, aber... Nimm das verdammte Ding. Es nützt mir nichts mehr. Danke. Warte hier. Ich komme zurück. Pass auf dich auf, Freund. Danke, dass du mich gedeckt hast. Ich werde hier warten. Hey, geh und hol Morat. Ich hab seinen Erinnerungsstück. Hol den Hauptmann. Jawohl. Und du, bleib wo du bist. Ich bleibe genau hier. Du hast also überlebt. Beeindruckend, der Abschaum wie dich. Vielleicht sollte ich noch deutlicher werden. Vielleicht sollte ich... Warte, was ist das da an deinem Arm? Keine Ahnung, ein Fundstück. Wann gehört es mir? Interessant. Was? Du hast uns einen Fluch gebracht. Ergreift ihn! Zurück mit ihm! Sofort! Ich kümmere mich um das hier. Morat! Verflucht nochmal. Weg. Mit dem Gauntlet. Und die Stimme ist auch nicht mehr da. Ich muss ihn zurückholen. Ich muss Nayal finden. Vielleicht kann Finderin helfen. Die Hauptstadt ist noch weit weg und es ist wenig übrig. Wir hätten durch Castrum 7 gehen. Der Sand beobachtet uns. Der Sturm verfügt. Schön, dass du zurück bist. Kind, ich habe gesehen, was passiert ist. Der Gauntlet, ich kenne dieses Artefakt. Frag jetzt nicht, wieso. Es ist eine Waffe. Eine mächtige Waffe. Ich habe eine Stimme gehört. Sie sprach zu mir in meinem Kopf. Sei jetzt still und hör zu. Du musst das Artefakt zurückholen. Morat darf es nicht bekommen. Diese Kraft. Wir könnten sie nutzen, um uns von ihm zu befreien. Ja, einst hatten es die Ritter von Bastengar. Vor 10 Jahren nutzten sie es, um der Königin zu trotzen. Um das Volk zu retten. Aber wurden sie nicht besiegt? So ist es. Aber der Gauntlet spricht zu dir. Du musst ihn zurückholen. Er könnte uns alle retten. Morat hat sich ins obere Lager zurückgezogen. Sie waren dort auf der Suche nach Arbeitern. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe. Wir verlassen uns auf dich. Finderin schickte mich zur Arbeit ins obere Lager. Geh zu den anderen Namenlosen bei den Gräbern hinter den Zelten auf der linken Seite. Jetzt aber schnell. Ist das? Ich habe ihn in der Nähe des Lagers gefunden. Er hat versucht, sich einzuschleichen. Bitte, wir brauchen Essen. Ihr lasst uns verhungern. Halt deinen Mund oder ich schließe ihn. Bessere Preise wirst du in diesem Lager nicht finden. Nun, du wirst auch keinen anderen Händler finden. Welch unwahrscheinliche Begegnung. Ich habe gesehen, was du im unteren Lager getan hast. Du hast Mut. Ich werde natürlich nicht nach deinem Namen fragen, aber es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ja, ebenso. Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet, oder? Ah, mein Name. Natürlich. Mal sehen. Lass uns auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ich bin Händler.
Und ich reise. Du kannst mich also den reisenden Händler nennen. Ich habe mich beim letzten Halt der Karawane angeschlossen. Kurz bevor wir in den Sturm gerieten. Das war nicht die beste Entscheidung. Meine Waren sind so herausragend, dass nur ich von all den Tausenden von Händlern da draußen an die Karawanen verkaufen darf. Nicht, dass es bei dieser Reise besonders gut geklappt hätte, aber trotzdem, wo wir gerade dabei sind, brauchst du etwas von mir? Hast du etwas im Schilde, Namenloser? Hauptmann, wir müssen etwas tun. Du hast diesen miesen Gesichtsausdruck. Die Karawane schafft es nicht weiter. Und Morath ist auf eigene Faust losgezogen. Telos verfluche ihn. Er ging zu den Höhlen in der Nähe. Er wird schon bald zurückkommen. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Und wir alle wussten das. Die Namenlosen sind unruhig. Sie streiten über die neue Route, reden untereinander. Ich muss zugeben, dass ich selbst an den Anordnungen der Königin zweifle. Warum wurden wir hierher geschickt? Sonnenfinsternis ist noch nicht vorbei. Meine Soldaten sind erschöpft und traumatisiert. Die Namenlosen sind unruhig. Sie streiten über die... Kannst du kurz übernehmen? Warum sollte ich? Was machst du mit dieser Rüstung? Du bist ein Namenloser. Warte! Willst du etwa freiwillig rausgehen? Bist du verrückt? Ich muss gehen. Ich muss etwas wiederfinden. Es ist wichtig. Die Wache am Ausgang wird dich vielleicht durchlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber du machst einen Fehler. Du bist also hier, um dich freiwillig zu melden. Ja, ich will nicht mehr herumsitzen. Ein Namenloser weniger, um den ich mich kümmern muss. Höre. Höre zu. Deine Hilfe zeigt den Weg. Was ist? Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Was machst du hier draußen? Außerhalb des Lagers ist es nicht sicher. Für dich immer noch eure Herrlichkeit. Und es geht dich eigentlich nichts an, aber ich schreibe Notizen über diese Sonnenfinsternis. Ich muss einen Bericht für die Kommandantin, für den Hohepriester schreiben. Deine Anwesenheit vernebelt meine Gedanken, Namenloser. Was machst du hier? Für dich immer noch... Ich muss ein... Hast du Morath vorbeikommen sehen?
Er ist vor nicht allzu langer Zeit in diese Richtung gegangen. Und jetzt geh bitte. Auf Wiedersehen. Brauche deine Hilfe. Zeigt den Weg. Höhle. Bergauf. Komm zu mir. Endlos. Höhle. Bergauf. Komm zu mir. Endlos. Ich kann dich hören, aber wo bist du? Den Gauntlet zurück. Wache! Erbärmlich. Das hätte ich von einem wie dir erwarten sollen. Wann lernst du's? Du bist nicht ohne Grund namenlos. Und wer vermisst schon einen weiteren toten Namenlosen? Warte. Komm zurück. Zu mir. Wo bin ich? Du bist hier. Ich war... Warum das hab ich nicht? Du wurdest entführt von Morat. Ich verstehe. Danke, dass du... Jetzt werde ich dich beschützen. Pass gut auf. Ich kann dich beschützen. Dass wir überlebt haben. Wir sollten uns auf den Weg zum Ausgang machen. Warte mal. Was bist du? Ein Geist? Oder etwas Ähnliches? Ich kann mich nicht erinnern, aber der Name Telos, den kenne ich. Telos, die Ordnung, die Sonne? Das sagt mir etwas. Ich beginne mich zu erinnern. An meine Kräfte. Später. Wir müssen weiter.
Wir sind raus. Dieses Ding. Ich kenne es. Der Wächter. Der kommt hierher. Abschaum! Verdammt! Gib mir das Relikt. Es ist nicht für Leute wie dich bestimmt. Es gehört mir. Telos verlangt es. Das ist nicht gut. Du hast schon genug Unruhe gestiftet. Ich werde... Hauptmann! Das ist die Königin! Ja! Wir müssen sofort hier weg. Los! Schneller! Schneller!